Ne, Natururin, schon wieder dran. Heute ist ein ganz besonderer Tag, weil gestern war der 12.8. gewesen. Und weil gestern der 12.8. gewesen war, habe ich gestern meine 1000 Abonnenten geschafft. Und jetzt kann ich endlich nervige Werbung vor meinem Video schalten. Extra, damit ihr von meinem Content noch stärker genervt werdet. Das finde ich voll cool, ich mag das. Und hier, wer der tausendste Abonnent gewesen war, kann ich nicht sagen, weil der tausendste Abonnent seinen Tab Kanäle auf privat gestellt hat. Und hier, ich habe gestern draußen geschlafen mit Zelt und sowas. Und kurz nachdem ich dann wach wurde, ich weiß nicht, welche Uhrzeit, vielleicht 9:30, 10 Uhr oder so, so lange habe ich geschlafen. Da habe ich auf mein Handy geschaut und auf einmal stand da irgendwas von 999 Abonnenten drauf. Und ich glaube 2 Minuten später, wo ich nochmal geschaut habe, stand da ganz plötzlich 1000 drauf. Und darauf, dass es erfolgreich geklappt hat, dass ihr nervige Werbung auf meinen Videos anzusehen habt, werde ich gleich zum nächsten Hole-Up laufen und mir einen 6er-Trigger Bier kaufen gehen. Und nachdem ich das gemacht habe, werde ich erstmal darauf ein Bier trinken. Und dann werde ich Bier trinkend zum Werdersee laufen, um dort weiterhin Bier zu trinken. Und um vielleicht dort ein bisschen rumzuschwimmen oder so. So, ich habe hier meine Schuhe angezogen. Und weil ich meine Schuhe angezogen habe, habe ich hier meinen Wagen mit meiner, wie heißt es doch mal, mit meiner Kühltasche, weil heute ist noch voll cool Wetter, damit ich hier drin mein Bier kühl halten kann. Ja, und deswegen hier zum Hole-Up Bier kaufen gehen und danach zum Werdersee hingehen, Start kommt. Ne, guck mal da. Ich habe diesen verschmierten Hole-Up gefunden. Jetzt kann ich endlich wieder. jetzt kann ich diesen auf 1000 Abos 6er-Träger Bier kaufen gehen. Ne, ich habe gerade Bier gekauft. und laufe jetzt nach Richtung Werdersee oder wie das heißt. Und darauf, weil das Wetter heute voll cool ist, beziehungsweise die Temperaturen, habe ich hier erst einmal den urinfarbigen Fummel ausgezogen. So, jetzt werde ich hier auf diese 1K Abonnenten hier mein erstes Bier trinken. So, jetzt zum Werdersee hinlaufen. Hier, ich habe eine stille Sitzplatz gefunden. Zum Rumsitzen, Bier trinkend. Keine Ahnung, das ist irgendwie ist das abgekühlt heute. Beziehungsweise wegen diesen scheiß Wolken da oben. Und deswegen werde ich, glaube ich, da nicht reinspringen. Ich bin reingesprungen. Ich bin irgendwie doch reingesprungen. Weiß ich auch nicht, mir war irgendwie danach. Und jetzt werde ich das letzte Bier trinken. Und ich werde jetzt Bier trinkend nach Richtung nach Hause gehen. Guten Morgen. Nächster Tag ist angebrochen und ich bin auferstanden. Und ich habe hier meine Ostertasse. Und in dieser Ostertasse ist Kaffee drin. Und jetzt werde ich Kaffee trinken, dieses Video fortsetzen. Guck mal hier, ich habe hier eine Abonnentendifferenzstatistik gemacht. Und man sieht, dass es 2 Jahre, 4 Monate und 6 Tage gedauert hat, bis ich dann hier den Meilenstein von 1000 Abonnenten erreicht habe. Allerdings hat das nur 30 Tage gedauert, wo ich die letzten 500 Abonnenten bekam. Der schnelle Zuwachs in den letzten Tagen kam dadurch zustande, weil hier der Kanal Outdoor mit Sebastian mich vor kurzem für eine Herausforderung herausgefordert hat. Und zwar, wer schafft mehr Kilometer in 24 Stunden zu Fuß? Ich hatte das angenommen und auch durchgeführt gehabt. Das kann man auch in meinem letzten Video sehen, mein Versuch. Und weil Outdoor mit Sebastian mit über 43.000 Abonnenten eine erheblich erhöhte Reichweite hat, hat mir das auf jeden Fall einen Push verliehen, beziehungsweise sowohl über das Stellen seiner Herausforderung,
Und weil er zusätzlich noch auf meinen Versuch als Video reagiert hat. Vielen, vielen Dank dafür. Das hat mir auf jeden Fall einen nötigen Push gegeben, dass ich jetzt schon den Meilenstein von 1000 Abonnenten erreicht habe. Und dann wollte ich noch hier ein Dankeschön an Ramses der Dicke aussprechen, der mich jeden Montagabend auf seinen Livestreams anschaut. Daraufhin wollte ich mich bedanken an Jan-Philipp K., Lars H., Björn K. und Ramses der Dicke für das Versenden eines Fanpaketes. Zum Thema Fanpost, ich wollte mir demnächst eine Packstation einrichten. Damit noch mehr Personen mir irgendwas schicken können, die ich dann, weiß ich auch nicht wie, irgendwie aufmache. Und zu guter Letzt wollte ich mich hier an jeden PayPal-Spender beziehungsweise Unterstützer, der mich über PayPal unterstützt hat, bedanken. Mein verschmierter Dreckskanal wird sich immer weiterentwickeln. Ich glaube, man sieht auf jeden Fall Unterschied zwischen heute und was ich irgendwie vor einem Jahr gemacht habe oder so. Und auch schon vor allem da, und schon vor allem dieser eine Pluspunkt, dass ich hier im Dezember mir diese neue Kamera kaufen konnte, diese Action Cam. Diese Osmo Action von DJI. Die habe ich mir im Dezember geholt, weil ich da irgendwie die Möglichkeit hatte, die zu holen. Deswegen habe ich mir die geholt, um extra für euch Content mit besserer Qualität anzubieten. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer verschissener Natururin.